Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Jetzt ist auch der Chris von Anfang an mit dabei in dem Tag. Und der André natürlich auch und ich. Ich bin kein Chris. Nicht? Nee. Das ist schlecht. Warum? Weiß nicht. Nee, ist schon okay. Ich will auch kein Chris. Euch verpasst. Leikos, ich sehe mich gerade wirklich nach einer frischen Afrikose. Ich habe keine im Laden gefunden, also frage ich dich, ich bezahle dich auch gut dafür, Emily. Annehmen. Afrikose? Haben wir überhaupt einen? Keine Ahnung. Wir könnten eigentlich mal ein paar Bäume pflanzen. Habe ich. Also auch mehr. Ich habe von jedem Baum einen im Gewächshaus stehen. Von allen Bäumen, die es gibt. Ich glaube, wer war denn jetzt so viel Geld ausgegeben, oder? Ah ne, wir stimmt, wir haben gerade 70.000. Wir haben die beiden Dinger gekauft und Hühnerstall. Aber wir haben noch mehr Platz für beide im Gewächshaus, falls wir da noch mehr haben wollen. Ein Trüffel! Komm her! Die Ziegen dürften heute nicht, ne? Ja. Zwei, drei, vier. Wieder Waschbär eigentlich. Der will noch die Schnecken, glaube ich. Ach ja, Schnecken, den Bart habe ich ihm ja schon gegeben, stimmt. Genau, wo man die herbekommt. Das ist eine Fischerreusen, aber ich habe keine Lust, die jeden Tag zu befüllen, das mir zu anstellen. Ich kann dir aber welche herstellen, wenn du welche haben willst. Ja. Keine Ahnung, was der von uns will. Ach, der ist eigentlich sogar ganz cool. Aber das ist so anstrengend. So viele Tierchen. Wir haben ein ziemliches Holzproblem. Dann geht zu Penny und Papa hier ist. Ach, zu Robin, meine ich. Nein, nicht das Ei essen, du Lümmel. Ich nehme ja einfach jetzt gleich die Samen und kann aber hier unten durch den Wald und Platz überall welche. So, dann haben wir Eier. Oh, was ist er denn für einer? End. Oh, gestern war Freitag. Habt ihr den Iridium-Packer gekauft? Ich nicht. Von gedacht. Ja, gut, André. Du kriegst da gut die Sache stellen. Ja. So, jetzt Aufzug hier. Mit 223 Kieferzapfen. Dann pflanz die mal. Kann man die... Oh, Abigail. Kann man alle direkt nebeneinander stellen? Die frische Bergluft ist an den Tagen so angenehm. Hier, Abigail, ich hab ein Geschenk für dich. Lass einfach mal einen Platz. Ja, du kriegst auch ein Geschenk. Caroline. Caroline, sweet Caroline, oh. Caroline Channing.
Nicht die, die ist nicht sweet. Treffen wir noch jemanden hier irgendwo in der Stadt? Ah ja, da guck, ist auch ein Geschenk. Das ist großartig, danke, Shane. Der immer sonst unhöflich zu mir ist. Ist viel zu nett zu unserem Nachbarn. Emily hat also auch einen. Positive Energie in diesem Geschenk. Oh ja, hab ich auch selbst gekauft. Ich dachte, sie sollen nie was bekommen. Ja, dich mag ja auch keiner. Was gab's oder so? Das stimmt. Hey, sind nicht so gemein zu anderen. Ja, hat schon recht. Ich weiß, aber außer das Abigail. Heißt ja nicht, dass es dir unter die Nase reiben muss. Nur Ken mag, kennt euch schon, nur Abigail mag ihn. Ja. Ich mag Ken, Ken ist ein guter. Da hab ich gerade auch ein Geschenk gegeben. Ist das nicht der Ex von deinem, von deiner Frau? Nein. Der wohnt doch in der Stadt, oder? Das ist Willy. Du magst uns, und Willi mag die Wurzelplatte nicht. Willi hat ja auch Geschmack. Ich habe schon immer davon geträumt, auf einem Bauernhof zu leben. Ich werde so glücklich sein. Oh, sie knutscht mich. Oha. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hihihi. Schnell weg. Ich will noch Bibi machen. Du musst hingehen und sie ansprechen zweimal, also in deinem Fall Abigail, und dann einfach nochmal drücken. Wenn keine Sprache mehr kommt, dann knutschen die. Oha. Ja, ich weiß nicht, ob ich alt genug dafür bin. Ich auch nicht. Ja, ein bisschen nicht. Ich hol mal Hartholz, ne? Machen sie das. Und ich glaube, sie schaffen das auch. Ich glaube, glaub's nicht. Fest daran. I try it. Ich habe jetzt eine Baumschule hier gebaut. Hi. Baumschule? Ja. Kann ich da meinen Weihnachtsbaum bei dir kaufen? Oh, ist ein Kiefer. Ist egal. Ist halt ein Monoton. Also. Ich muss nach Baum aussehen. Aber das heißt doch Tannenzapfen, oder? Was? Das ist eine Kiefer mit Zander. Ja. Oh. Dann kannst du dir eine ab. Jetzt will ich nicht mehr, du hast zu wenig Ahnung. Ich dachte, du wärst ein Experte. Okay. Dann zieht halt immer. Ja, ja. Google macht das schon. Ich lieber bei jemand anderem. Machen wir mal die ganzen Äste hier noch kaputt. Die andere liegen lassen hat. Hier sind doch noch Bäume. Ja, aber ich habe irgendwann mal aufgehört, weil mir dann die Idee gekommen ist, hier einfach ganz viel zu pflanzen. Wofür brauchst du denn das Holz? Keine Ahnung, zum Haben. Außerdem brauchen wir neue Fässer. Hühnerstall haben. Nee, erstmal nicht. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal Gebäude bauen. Wir brauchen schon noch ganz viele neue Fässer eigentlich. Außerdem brauchen wir Hartholz für das Brückendingsbums. Für die Brückenreparatur. Wo haben wir die nicht alle fertig? Nein. Ich denke Hartholz. Welche fehlt denn noch? Ich hab keine Ahnung, die kostet auf jeden Fall 300 Hartholz oder 100 oder so. Hier unten fehlt noch eine. Aber das ist, die kann ich nicht bauen hier, ne? Doch, doch, da gibt's irgendwas. Also bei... Ich bin da, wo die Hutverkäufer ist. Nee, da nicht. Die anderen haben, glaube ich, schon beide repariert. Die am See unten und die nach rechts. Beim Julia-Markt. Ja, hier, wo ich bin. Das ist aber das letzte vielleicht. Nein, das ist nicht das. War das nicht irgendwie auf der Karte?
lesen, also ich garantiert nicht. Da ist eine Brücke, die haben wir schon. Ich weiß nicht, in dem Video hieß es halt, kostet 100 Hartholz und ich glaube nicht, dass wir 100 Hartholz für eine Brücke bezahlt haben. Doch, weiß nicht. Mal gut zahlen. Okay, wenn Carsten doch sagt, dann glaube ich. Also wäre nicht unmöglich, ich habe ja sehr viel gesammelt. Aber wir haben ja nur eine Brücke so repariert und die andere haben wir durch das Dingen-Center bekommen. Ja, aber die eine Brücke, die wir repariert haben, unten am Strand, die hat 200, 300 normales Holz. Das stimmt. Holz. Vielleicht ist die ja nicht hier, sondern irgendwo in der Wüste oder so. Das kann ich dir nicht sagen. So viel Ahnung hat nur André von dem Spiel. Oh, Mystery-Kiste. Aber ich habe auch gar keine Ahnung. Das Ach, du bist der Ahnungshaber. Der Mann mit dem Plan. Überliegt jetzt hier Trüffel rum. Gut. Aber ich habe schon wieder vergessen zu gießen. Und das als Gießbeauftragter. Ich würde es ja machen, aber ich habe die Gießkanne nicht mehr. Die hat André sicher gesnackt, weil er gießen wollte. Siehst du, ich will die Gießkanne upgraden. Haben wir noch, was kommt nach Kupfer? Stahl, ne? Also Eisen. Bei Eisenbacken fehlt. Wir haben keine Kohle mehr. Ja, das Problem ist bekannt. Das wollte ich auch schon länger mal angehen. Aber ich habe noch so viel anderes zu tun. Das ist immer so schwierig. Ich habe gedacht, dass man das vielleicht durch Holz machen kann, aber man braucht 10 Holz für eine Kohle. Das ist voll Bucher. Nee, ich gebe welche Farben, das ist ja kein Ding. Ich will eh nochmal wieder in die Wüstenmine, aber dafür wollte ich mir erstmal ein paar Bomben machen. Außerdem muss ich endlich irgendwie mal Inventar leer kriegen, das ist irgendwie immer voll. Das kenne ich. Angeln wollte ich eigentlich auch. Ne? Wow. Dafür haben sie also 20.000 Gold ausgegeben. Ich? Ja. Man weiß nicht wie viel. Was denn wofür? Grasbüschel rausgeholt. Achso. Was? Ja. Ich hab schon alle Fasern verbaut, die wir hatten. Kann man die Fasern pflanzen? Ja, du kannst 10 Fasern zu einem Grasbündel machen. Mhm. Nein, wir brauchen noch die Fasern für was Wichtigeres als Gras. Gras wichtig? Nee, lass die Scheißbeere verhungern. Oha, also. Oha. Kann damit Köder machen, das ist viel wichtiger. Morgen heiraten wir. Müssen wir irgendwo hin? Keine Ahnung. Am besten zu unserer Hochzeit, oder? Ja, wo ist die? Hoffentlich haben wir sie nicht jetzt schon verpasst. Zu dir würde das passen, verschlafen. Ja. Kann gut sein. Oh! Oh! Ah, ich habe zu. Deine Goldpfanne ist bereit. Ich habe die Pfanne gedrückt. Fuck, Mann. Yep. Als Tritsu nach Pelikan kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Tritsu wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist meine große Ehre, am heutigen 7. Frühling Tritsu und Abigail zu vermählen. Ja. Nun dann, lasst uns mal anfangen. Tritsu, Abigail. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehrensiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Party! Ja, kommt jetzt gleich das nächste? Aber warum seid ihr denn nicht auf meiner Hochzeit?
Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Doch, ihr seid auf meiner Hochzeit. Ich sehe euch. Ja. Als Lycos nach Pity. Okay, wir drücken ein bisschen schneller durch. Da unten, siehst du? Ganz unten. Unter den Obdachlosen. Nun, lasst uns mal anfangen. Jupp. Lycos, Lea, als Bürgermeister, jo, ihr dürft euch jetzt küssen. Reicht jetzt auch. Ja, doch, bestimmt Salat zwischen den Zähnen. Ich hab noch Muffin. Oh, sie steht hier. Das ist er. Hallo. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Wir dürfen den Hof nicht vernachlässigen, die Zeit an die Arbeit zu gehen. Oh, und Küsschen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ja. Ich habe einen Hochzeitsgeschenk. Nö. Ja, dann sollt ihr auch mal hier arbeiten. Ja, ich bin da. Arbeit. Gibt ja schon. Okay. Also in. Was? Ja. Was? Was hast du noch reingemacht jetzt? Oh, okay, cool. Und hier macht die Wege. Ich habe 299 Holz. Wisst ihr, was das Schlechte ist bei den Hühnern mit dem Gras? Man sieht die so schlecht. Die Kühe und so sieht man wenigstens gut. Was ist denn jetzt? Bei dem Teil da oben rechts ein Herzchen. Bei mir ist das auch. Zeit für Liebe, das heißt das. Vergiss deine Gießkanne nicht, oder was? Oh. Ja, okay. 10 Minuten macht er auf. Er will die Mayonnaise essen. Ach, ich hätte es ja Stahl mitnehmen sollen. Oh, ich da. Ja, das hat ein verlorenes Buch. Zack. Raus. Weiß ich wenigstens immer, wo André wohnt. Hm? Weil der Abigail davor steht. Achso. Ey, was machst du da? Ich hab irgendwie was geschenkt. Ist das nicht? Ich hab eine Wurzelplatte bekommen. Fand sie lecker, hat sie gesagt. Die mag keine, ich glaub ja nicht. Ob sie Pilze mag? Ja. Ein sehr nettes Geschenk.
Easy. Was habe ich nochmal gesagt? Wann gibt es Super Seegurken? Habe ich vergessen. Schon oder erst im Sommer? Ich glaube, im Sommer war das doch, oder? Ach, stimmt. So, Werkzeug schon. Ob die auch zu Hause was umstellt? Hoffe nicht. Ich geh hier raus. André direkt, da schmeiß ich dich wieder raus. Oh, sie gehen rein. 13 Uhr. Die sind beide nach innen gegangen. Was genau passiert da jetzt, André? Kannst du jetzt zugucken? Ich geh auch gucken. Was machen die hier? Sie kocht! Zumindest tut sie. Oh, Blümchen. Zumindest tut sie so. Ich komme an den Herd nicht ran. Ja, wenn die auf Bau steht, dann ist klar. Musst du Seite schieben. Was macht Abigail? Nee, sie kocht auch. Ja. Zumindest tut sie so. Wir sind pleite. Oha. Was hast du geholt? Ich gar nichts, ich bin hier. Nee, ich meine auch Chris. Was, ich? Ich hab immer Mangel. Ich hab bestimmt keine Hoffnung gekauft, damit ich morgen ganz viele Iridium-Herzen in der Mine holen kann. Wow. Was denn? Mach dir nichts draus, falls wir Geld brauchen, ist alles kein Problem. Ich habe noch uralte Früchte im Wert von 56.000 im Moment. Hast du nochmal Glück gehabt? Und in der Kiste im Gewächshaus sind so viele Blaubeeren und Erdbeeren und so. Wir brauchen noch mehr Ölpressen. Da morgen werden die Hühner wieder eingesperrt. André, du musst unsere Zäune reparieren. Ich bin doch schon die ganze Zeit dabei. Wie viele Zäune gehen denn die kaputt? Ja, sind kaputt. Die sind auch alle kaputt. Alle kaputt. Ich hol dir auch schon neues Holz gerade. Aber auch gleich bei Robin für 50.000 Gold Hartholz. Mach das. Hab ich dir jetzt schon fünfmal gesagt, dass du das machen sollst. Wir sind Würmer, ich hab keine Hacker. Junge, André hat aber auch hier alles voll geschustert mit Bäumen. Oben könnten noch Bäume sein. Schuppen. Hey. So schnell kaputt. Das ist ein dicker, fetter Holzstamm. Ja. Nicht lackiert, ne?
Aber ich hole ja schon wieder ein bisschen Holz, Ari. ...286 habe ich wieder dabei, André. Guck mal, wo man bessere Wege. So. 19 Uhr. Abigail, guckst du dich eine Blume an? Oh, Blume. Mal zur Pilzhöhle laufen. Ah, oh, die hat jetzt ihr eigenes Zimmer. Oh, ich die, hat einfach, ja, die hat einfach ihr Kinderzimmer mitgebracht. Und ihr Hamster. Und ein Schlagzeug. Hat die bei dir auch was reingestellt? Weiß ich nicht, habe ich nicht, noch nicht geguckt. Ja. Oh, Robin, ich brauch sie. Hochzeitsding? Hm? 5000. Ja. Vielleicht. Dann hoffen wir mal, dass morgen nicht regnet, wa? Nein, Kupfererz. Du sollst doch für 50.000 uralte Früchte im Inventar. Ja, aber ich will ja nicht verkaufen. Ich will ja in die Fässer packen, damit die noch viel, viel wertvoller werden. Aber die Fässer sind ja immer gelegt. Ja, aber wir kriegen jetzt, glaube ich, auch ganz viel. Ja, ganz viel Käse und so ein Kram verkauft. Hey, was ist Frau Abigail, kommst du mit ins Bett? Nee. Dafür hast du sie nicht bezahlt. Der Simon möchte an Bord. Hallo. Sei auf die Blume anzugucken. Abends ist es so friedlich und still. Keine Ablenkung vom Leben. Und Knutschi. Wo ist denn jetzt ihr Zimmer hier? Sie geht Richtung Bett. Komm. Oh ja. Oh, Abigail, komm. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel daran und geht auch mal ins Bett jetzt. Ja, ja. Ja, mach ich. Liege mit. Ich liege im Bettchen mit ihr. Oh, warte, ich muss auf die andere Seite. Sie wollte auf diese. Okay. So. Ja, guck mal. 5000 haben wir drin. Aber den achten Tag seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.